Hier läuft es genauso weiter wie auch im Wahlkampf. Alles ist offen. Was die Grünen immer wieder deutlich betonen, ist, dass es ihnen um die Inhalte geht. Die Spitzenkandidatin Mona Neubauer hatte während des Wahlkampfs immer wieder deutlich gesagt, es kann eine SPD-Koalition am Ende entstehen, es kann eine CDU-Koalition entstehen. Die Inhalte stehen im Vorderen. Und was sie auch immer gesagt hat, ist, dass ihr ein Zweierbündnis sehr viel lieber als ein Dreierbündnis wäre. Deswegen spricht eigentlich alles für Schwarz-Grün. Aber wie gesagt, wenn man sich hier auf bundespolitischer Ebene umhört, wird nach wie vor, sind die Inhalte im Zentrum. Und da gibt es durchaus mehr Gemeinsamkeiten mit dem Wahlprogramm der SPD als mit der CDU. Allerdings, wie gesagt, die Entscheidung besteht zwischen Schwarz-Grün oder eben einer Ampelkoalition, die dann ja auch die FDP beinhalten würde. Wir hatten heute Morgen in jedem Fall Gelegenheit, mit Emily Bühning, der politischen Bundesgeschäftsführerin der Grünen, genau darüber auch zu sprechen. Die Grünen können heute durchaus stolz sein. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Ja, ich war natürlich sehr froh. Wir haben nach Schleswig-Holstein letzte Woche jetzt auch in NRW unser historisch bestes Ergebnis erreicht. Das ist ein großartiger Erfolg für uns und ich habe mich wirklich sehr gefreut über dieses Ergebnis. Und ich muss da auch noch mal sagen, danke an Mona Neubauer, unsere Spitzenkandidatin und die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen, die es geschafft haben, unsere Ziele, unsere Ideen und unsere Visionen für Nordrhein-Westfalen den Menschen nahe zu bringen und da das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erlangen und so ein großartiges Ergebnis einzufahren. Was glauben Sie, waren konkret die Inhalte und Themen, die Nordrhein-Westfalen und Westfälinnen dazu bewogen hat, die Grünen zu wählen? Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Wahlentscheidende Themen waren Klimaschutz und Energiesicherheit. Das sind Themen, für die wir als Grüne stehen. Das sind Themen, mit denen wir schon seit Jahren Politik machen, für die wir Politik machen. Und das hat Mona Neubauer in NRW gezeigt, wie wir das auch umsetzen können, wie wir NRW zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen können. Und das flankieren wir natürlich auch im Bund mit der Politik, die wir hier im Bund machen, für Energiesicherheit, für den Weg weg von den fossilen Energieträgern, weg von der Abhängigkeit von Russland. Und ich glaube, diese Kombination, nach vorne gerichtete Politik, zukunftsweisende Politik, Antworten auf die drängendsten Fragen dieser Zeit, die geben wir gerade. Und zwar im Bereich des Klimaschutzes, aber auch in Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die für uns auch von großer Bedeutung sind. Die Grüne Jugend in Nordrhein-Westfalen, die hatte sich eine Koalitionsaussage zugunsten der SPD gewünscht. Mona Neubauer ist da aber hart geblieben. Bis zum Schluss war das Credo offen nach allen Seiten hinweg. Gibt es jetzt eine Alternative zu Schwarz-Grün? Wir sind offen in diesen Wahlkampf gegangen und ich glaube, es war genau der richtige Weg, der Weg der grünen Eigenständigkeit, weil wir sehen, die Grünen spielen mit im Spiel der Top 3 Parteien im Parteiensystem. Wir sind da mit klaren Positionen vertreten. Wir haben ein breites inhaltliches Angebot und uns geht es jetzt darum, diese Inhalte in eine Koalition umzusetzen, in eine Regierungsbeteiligung umzusetzen. Die Menschen haben uns gewählt, weil sie wollen, dass wir regieren. Für Rot-Grün, wie es die Menschen in NRW auch gerne wollten, reicht es nun nicht. Und wir werden in diese Verhandlungen eintreten mit CDU, aber auch, soweit es Einladungen dazu gibt, für eine Ampelkonstellation und sehen, wo wir unsere Inhalte, für die uns die Wählerinnen und Wähler gewählt haben, am besten umsetzen können. Die Grünen haben schon bewiesen in den Landtagen, sie können Koalitionen mit den Schwarzen, sie können Koalitionen mit den Roten. Wir haben hier eine Ampelregierung in Berlin. Sie muten ihren Wählern da aber auch manchmal viel zu, beziehungsweise auch ihrer Basis. Wie blicken Sie da in die Zukunft? Müssen Sie nicht aufpassen, dass das Ganze zerfasert? Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir auch in verschiedenen Konstellationen regieren können, weil nur so können wir unsere meisten Inhalte umsetzen. Wir müssen gucken, wo finden wir Koalitionspartner, mit denen wir unsere Inhalte umsetzen können. Ich glaube, die Menschen erkennen gerade, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wichtige Themen sind. Und ich glaube nicht, dass wir zerfasern, weil wir sehen ja gerade, dass auch durch unsere Regierungsbeteiligung im Bund wir da klare Positionen beziehen und dass die Leute das anerkennen und dass die Leute sehen, dass Grüne in Verantwortung auch was nach vorne bringen und dass das in unterschiedlichen Konstellationen geht, sieht man auch an den Wahlerfolgen in den unterschiedlichen Konstellationen jetzt. Und was steht heute noch genau an? Welche Gespräche werden heute geführt als allererstes? Wir werden uns gleich als Bundesvorstand zusammensetzen mit Mona Neubauer, unserer Spitzenkandidatin aus NRW,
und auch die den Co-Landesvorsitzenden und politischen Geschäftsführer aus NRW dazuschalten. Wir werden dann im Laufe des Tages oder des Abends noch eine Sitzung des NRW-Landesvorstands haben, wo der Landesvorstand in NRW sich dann über die Frage, wie es jetzt weitergeht, diskutieren werden. Das ist auch grundsätzlich erstmal Sache des Landesverbandes und da weitere Gespräche zu führen. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Bühning. Danke Ihnen. Also Beinfreiheit für die Spitzenkandidatin Mona Neubauer, die sich jetzt überlegen muss, mit wem sie regieren möchte. Die Grünen bringen sich also auch in Nordrhein-Westfalen in Stellung, Volkspartei zu werden, und damit zurück nach Bonn.